Lass uns erst mal kurz abbrechen. Die Feuerwehr Leipzig wurde um 16.09 Uhr zu einem Wohnungsbrand gemeldet. Alarmiert wurde vorerst ein Zug. Nachdem mehrere Anrufer das Szenario der Leitstelle geschildert haben, wurde auf 2 Löschzüge erhöht. Im Laufe der Brandbekämpfung und der Menschenrettung, weil es schon vom ersten Augenblick schon bekannt war, dass mehrere Personen am Fenstern um Hilfe schreien, wurden entsprechend noch weitere Kräfte zur Einsatzstelle alarmiert. Nach 4 Stunden ungefähr konnte man die ersten Kräfte und Mittel reduzieren. Bis dorthin waren 50 Einsatzkräfte im Einsatz. Jetzt zu dem Abschluss der Löscharbeiten sind jetzt noch ein Löschzug im Einsatz, circa jetzt noch 15 Leute, Kollegen, die jetzt mit der Polizei die restlichen Arbeiten durchführen. Die Meldung war, dass mehrere Personen am Fenster um Hilfe schreien. Wir haben eine Person durch die Einwohnerin über den Treppenraum retten können und 3 Personen sind am Fenster über die Drehleiter abgeholt worden. Es kam dann noch um eine vermisste Person, insgesamt 5 verletzte Personen. Aus bisher unbekannten Gründen kam es gestern Nachmittag zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus, besser gesagt im Dachgeschoss einer Maisonette-Wohnung. Das Feuer griff auf das gesamte Dachgeschoss über, was völlig ausbrannte. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich 3 Kinder in der Wohnung im Alter von 11 bis 12 Jahren. 2 der Kinder konnten aus der Wohnung gerettet werden. Sie wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Für das Mädchen kam leider jede Rettung zu spät. Die 12-Jährige wurde leblos in der Wohnung gefunden. Die Ermittlungen zur Brandursache und auch zur Todesursache des Mädchens dauern an. Noch heute wird ein Brandursachenermittler zum Einsatz kommen.